Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radview Video Magazin. Wir sind heute im Dormagen. Was? Machen die Feuerwerk? Ja, das sind Feuerwerker. Die bauen gerade Feuerwerk auf. Interessante Sache. Interessanter Sache. Wir sind in Dormagen. Hier ist ein Pop-Up-Freizeitpark. Den Namen kriege ich nicht auf Kette, weiß schon nicht mehr. Habe ich auch nur einmal gelesen. Und langsam wird es auch ein bisschen albern mit den ganzen Pop-Up-Freizeitparks. Macht doch einfach jetzt Kirmes. Das ist Kirmes, aber ihr habt einen Zaun drum und Einlassbeschränkungen. Fertig. Vor allem, die werden auch immer kürzer gefühlt, diese Pop-Up-Freizeitparks. Dormagen hat aber eine Woche verlängert, deswegen haben wir überhaupt die Möglichkeit, hier hinzukommen. Haben gerade geparkt, haben gerade gemerkt, ach, ist ja lustig, man muss ja normal reingehen. Man kann ja nicht einfach zwischen den Geschäften durch bis auf den Platz, sondern wir müssen jetzt einmal außen rumlaufen, gucken, wo man rein kann. Und dann kostet das, glaube ich, 99 Cent Eintritt. Und eigentlich gibt es jetzt nur Impressionen für euch, aber vielleicht erzähle ich euch noch, was hier steht. Gucken wir gleich mal. Seht ihr das? Helmut Schmidt fährt gerade der Polyp. So, ihr habt jetzt ein paar Impressionen gesehen. Auf das Feuerwerk werden wir jetzt nicht warten, das wird noch ein paar Stunden dauern. Ihr habt es gesehen, Autoscooter, Breakdance, Polyp, Booster, Mini, kleiner Starflyer, Scheibenwischer, paar Reihengeschäfte, paar Kinderfahrgeschäfte und ein bisschen was zum Manjare. That's it. Aber wir waren hier, haben euch das mal gezeigt hier in Dormagen, was hier geht. Klein, aber fein und ja, dann war es dann auch schon wieder. Kleines Video zwischendurch mal ein bisschen